er ums Leben gekommen ist. Und es ist eine Schande, wie vorher und hinterher gegen ihn in rechten Netzwerken gehetzt worden ist. Irgendjemand hat mal gesagt, solange wir in Sympathie und Hochachtung an einen Verstorbenen denken, lebt er in gewisser Weise weiter. Also lassen Sie uns alle noch sehr lange an Walter Lübcke denken. Wir Theatermenschen glauben zutiefst daran, dass das, was uns in der Welt nicht gefällt, nicht deshalb existiert, weil wir hingucken, sondern weil wir leider zu oft weggucken. Deshalb lassen Sie uns hingucken, auch wenn es schmerzhaft ist. Und darum, der Bundestagsabgeordnete, Herr Geselle hat es schon erwähnt, hat schon am Dienstag erklärt, Zitat, es sei vollkommen klar, dass Lübcke ohne Angela Merkels Flüchtlingspolitik noch leben würde. Sein Attentäter Stefan Ernst hatte allerdings schon vor 2015 versucht, einen türkischen Imam zu erstechen und eine Flüchtlingsunterkunft anzuzünden. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Herr Lübcke ohne die rechte Hetze und den Schuss von Stefan Ernst noch leben würde. Da vorhin ja von der Werteunion die Rede war. Wir wissen, dass viele enttäuschte, wertkonservative CDU, CSU-Wähler, für die Herr Gauck unlängst Toleranz eingefordert hat, zur AfD abgewandert sind. Übrigens auch von der SPD und der Linken. Diese Menschen sollten sich angesichts solcher Vorgänge ernsthaft fragen, ob sie weiter Steigbügelhalter für Fliegenschiss Gauland und Malmann der Schande Höcke sein wollen. Pedale, du hältst meinen Rücken, Fahrrad aus dem Park erst morgen früh zurückbringen. Die Zeit ist knapp, wir sind verschwenderisch. Man sagt, die zählt für immer, doch ey, warum denn nicht? Was sagt der Rest der Bande? Macht es Sinn? Wie war es, weiß ich morgen? Okay, komm, lass da hin. Wir können das Buch selber schreiben. Es gibt mir genug freie Seiten. Für immer unsere Zeiten. Ich weiß, für uns wird so bleiben. Wir fahren die Augen zu, dann gibt es Steuer her. Ein paar Stunden Richtung Süden und wir sehen das Meer. Unsere besten Fehler, ich lass sie laminieren. Pack sie in die Jeans und trag sie nah bei mir. Lass uns raus aufs Dach, da ist der Himmel näher. Ey, die Zeit ist knapp, zusammen haben wir mehr. Wir können das Buch selber schreiben.